Moin Freunde, willkommen hier zu einem neuen Vlog. Simon und ich sind hier gerade am Strand, irgendwo auf Rügen, an der Ostsee, man weiß es nicht. Und hier, vielleicht habt ihr schon gesehen, das ist gerade der Spot von meinem Erklärungsvideo, wo wir eben auch gerade schon hier so gefilmt haben. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Hätte ich eigentlich sogar eine Kamera aufstellen können, eine zweite, und dann quasi uns filmen, wie wir gefilmt haben. Habe ich zwar nicht gemacht, aber ich meine, gebt euch diese Landschaft. Es ist so sick, auch hier oben. Vor allem, ich weiß nicht, kann man das nicht? Ich glaube nicht. Weil irgendwie da oben ist auch jetzt so dieses eine Baumhaus, wo ich und Simon so war und quasi dann auch, wie gesagt, eben dieses Video gedreht haben. Und das hat einfach wirklich so echt, wirklich Spaß gemacht. Und das bekräftigt mich irgendwie nochmal so in der Entscheidung, jetzt einfach so mehr Real-Life-Videos zu machen. Weil das irgendwie mir so auch persönlich mehr Spaß macht. Wir fahren dann gleich jetzt noch, ich glaube, machen eine Fahrradtour. So eine kleine, so 18 Kilometer. Das geht irgendwie auch echt schnell. Und dann nehme ich euch dann, glaube ich, auch einfach gleich mal mit hin. Nachdem ich euch noch so ein paar nice Shots hier von der See mit ins Video packe. Gönnt euch! Freunde, da melde ich mich jetzt auch mal wieder. Ich glaube jetzt mittlerweile so nach 4 bis 5 Stunden. Wir haben heute so eine Fahrradtour gemacht. Da war ich einfach übelst down während der Fahrradtour, weil ich weiß nicht, Simon und ich sind die letzten 3 Tage jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, um dann eben 6 Uhr zum Sonnenaufgang pünktlich am Spot zu sein, um zu fotografieren. Das war an sich anstrengend genug. Dann waren wir halt tagsüber immer unterwegs und durch die Gegend gefahren. Da habe ich ja tagsüber echt noch ganz oft gevloggt und gefilmt. Und abends waren wir eben dann wieder fotografieren. Bis 11 und dann irgendwie 12 ins Bett gegangen. Und das, boah. Und ja, jetzt habe ich mir einfach diesen Abend so freigenommen. Simon ist da noch gerade irgendwie so ein Foto machen. Irgendwie so ein Kreuz, was da am Strand rumsteht. Aber das brauche ich gerade erstmal nicht. Stattdessen höre ich hier erstmal mit meinem Dingens hier, mit meinem Dingenskirchen, ein bisschen Musik, gucken mir ein paar Videos an, bin voll auf dem Zug hier, habe jetzt seit 3-4 Tagen keine Videos mehr geguckt. Das ist ja da nicht mit zu spaßen. Ja. Gleich grillen wir erstmal noch, wenn es gut läuft, also war eigentlich unser Plan. Und morgen früh habe ich mir überlegt, packe ich das am besten noch in diesen Vlog hier rein, weil er auch noch nicht ganz so lang ist. Fahren wir nach Witt, dieses eine
Dörfchen da. Ich wollte gerade schon Fischerdorf sagen, aber das stimmt, glaube ich, gar nicht so. Zumindest fahren wir da morgen hin, um dann hoffentlich meinen Kanalbanner zu shooten, den ich ja momentan auch noch brauche. Ja, das klappt dann hoffentlich auch. Nur das eine Problem, was es da gibt. Fick dich, Werbung. Meine schlechte Werbung gibt es ja bei mir nicht. Oh, bitch, get out the way. Ich bin ein ganz schöner Pro. Jetzt habe ich einfach das Video ausgemacht. Und jetzt kann ich euch das zeigen. Genau, jetzt habt ihr nämlich I hope that you can read this shit. Da rechts steht nämlich, oder da unten, steht nämlich irgendwas von Böen, 73 km/h. Heute waren es schon so um die 60 km/h. Morgen wird das noch echt ein bisschen krasser. So, dann wird halt in der Kanalbahn geshootet, hoffentlich. Dann nehme ich euch damit hin. Ah, ja, ja, und Jungs, das ist auch gerade noch. Es ist so anstrengend. Ich vlogge hier mit meinem linken Arm und der Arm fällt gleich ab. Das ist einfach so anstrengend. Diese Kamera, die wiegt, glaube ich, gefühlt Tonnen, ey. Wie gesagt, wir sehen uns schon einfach morgen früh in Witt oder auch nicht. Und Dame sieht das gerade spooky aus. Scheiße. Bis morgen. So, moin, damit ich auch mal wieder zurück jetzt hier, gerade auch aus unserem Zimmer, weil ich jetzt gerade so zum Anlass, da wir auch morgen schon leider wieder fahren, noch so eine Room-Tour machen will. Das ist so jetzt das Zimmer, da ist schon die Tür, wenn man so reinkommt. Dann ist dann hier, wenn man reinkommt, eben so da mein Bett. Wie gesagt, Tür ist halt da. Wenn man, also das Zimmer ist so relativ lang. Wenn man dann so durchgeht, ist dann da so das Bett von Simon. Also sorry, ist alles so ein bisschen unaufgeräumt, weil wir morgen wegfahren und da ist auch gerade hier so ein Staubsauger in der Ecke. Es ist halt relativ klein, haben aber echt genug Platz hier, weil dann auch dann da so, ja, hier sind so eben da so ein Schränkchen, hier nochmal so ein richtig fetter Schrank. Meine Haare sind auch heute wieder richtig fresh am Start, kann man machen. Und vor allem habe ich mich eben gerade dann Witt, wo wir jetzt so diesen Kanalbanner fotografiert haben oder geshootet haben, habe ich mich dann erstmal so richtig fett ins Wasser gestellt. Ich glaube, so bis zu den Knien fast war das. Und habe dann Fotos gemacht. Das war auch so ein bisschen Terror. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas mache, aber hat sich eigentlich für die Bilder doch gelohnt. Das ist dann so ungefähr so unser Wohnzimmer. Es gibt erstmal so ein bisschen Fisch. Wir haben irgendwie so vom Allen erstmal so ein bisschen was eingekauft. Mal gucken, wie das so schmeckt. Aber trotzdem ist halt schon so, ich darf ja nichts sagen, aber ist halt schon ganz nice Aussicht hier so. Also so unten am Strand zu stehen und da so zu fotografieren, ist halt noch einiges geiler als hier oben, aber trotzdem ist das halt schon für so eine Ferienwohnung ganz nice. Also trotzdem, ich weiß nicht, es hat irgendwie echt Fang gemacht, um dann eine Kamera und so zu vloggen und zu fotografieren. Aber trotzdem würde ich an dieser Stelle jetzt den Vlog beenden. Ihr könnt ja schon mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat. Mir gerne auch Kommentare schreiben, was ich verbessern kann oder was irgendwie scheiße war oder eben noch was gut war. Und genau, meinen Kanal abonnieren, weil ich denke, es kommen in nächster Zeit irgendwie echt nochmal so neue Videos mit anderen Sachen. Hier links, rechts, oben, Mitte, unten, wo auch immer ich es wieder einfügen werde, könnt ihr auch jetzt nochmal die Vlog-Playlist durchstöbern und dann auch nach alten Vlogs suchen, die auch ganz nice geworden sind. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Morgen geht es dann halt auch zurück. Trotzdem, war ein geiler Urlaub und wir sehen uns dann hoffentlich bald in einem neuen Video von mir wieder. Man sieht sich. Ciao.